Wir fangen, glaube ich, am besten bei Ava an. Ava, du gehst zurück die Treppe hoch. Wahrscheinlich, ja, Uni räumt gerade hinter dir noch auf. Die Tür, diese Feuerschutztür, schützt wieder in die Konferenzräume. Schaust dich einmal kurz um, aber das Sicherheitspersonal, was da so rumrennt, scheint von dir Notiz zu nehmen, aber dich als egal einzustufen. Und fangst dann an, dich umzusehen oder ja, jetzt tatsächlich zu suchen. Eigentlich wärst du ja diejenige, die sich verstecken müsste, aber fängst du dann. Ich hätte die Runde beendet mit der Ansage, ich versuche mich so scheiße wie möglich zu verstecken. Ah ja, richtig, du wolltest dich wirklich schlecht verstecken. Guckst dich also kurz um. Und siehst dieses Banner, das vorne am Eingang aufgestellt ist. Quasi so eine bedruckte Polyesterfahne, hätte ich fast gesagt. So ein ungefähr 1,20 Meter langes Ding, das halt auf so einem Metallständer aufgehängt ist. Oben. Du beschließt, okay. Ja, ich stelle mich da hinter diesen Metallständer, sieht man noch so die Füße, 20 Zentimeter. Und da versteckst du dich und guckst immer mal wieder, dich auch keiner gesehen hat, dahinter hervor. Währenddessen ist Odi unten in den letzten Zügen um die falschen Hausmeister, nenne ich es jetzt mal, dort an die Heizungsrohre zu ketten, lässt das die schwere Tür hinter dir ins Schloss fallen und dann auch wieder hoch. Ja, ey, du wartest da so 20 Minuten, ungefähr die Zeit, die Uni braucht, um den Rest verteilen. Dementsprechend kommt Uni gerade auch wieder aus der Tür. Kriegst ein paar kritische Blicke von den Sicherheitsmenschen, aber spricht dich auch keiner an. Seine Richtigkeit haben. Ist ja mein auch offizieller Konferenzbereich da unten. Und du siehst dann, wie Weißer Kranich, weil er wieder aus dem Foyer kommt, so mampfend, auf das Plakat guckt runter auf die rote Anzughose, die da dahinter ist. Schluckt runter und läuft um das Plakat rum. Hab dich! Ach du meine Güte, du warst aber schnell. Hä? Ich hab dich voll. Hier warst du eben noch nicht. Bin mir ganz sicher, du hast Orte getauscht. Das darf man nicht bei Versteck spielen. Na gut, du hast mich erwischt, aber sonst hätte ich dich niemals besiegt. Du bist einfach zu gut. Ja, wir haben noch nie gespielt. Du weißt überhaupt nicht, wie gut ich bin. Natürlich, das habe ich dir direkt angesehen. Naja, egal, ich war jetzt auch schon im Restaurant und hab was gegessen. Wo sind denn die anderen? Ich würde mal so um das Banner umgucken und wahrscheinlich sehe ich Uni dann gerade hochkommen. Ich rücke mir gerade den Anglerhut zurecht und streiche meinen Jogginganzug glatt. Den würde ich hier so mit dem Finger in die Richtung zeigen. Einer ist da drüben. Ich glaube, der andere ist. Weiß nicht, wo er ist. Er soll herkommen. Es ist alles langweilig hier. Das Versteckspiel war voll die dumme Idee. Dann würde ich mal Uni rüberwinken, wenn er in unsere Richtung guckt. Ich komme rüber geschlendert. Gut. Ah, Odi! Kommt auf dich zu und umarmt dich so. Ja, ich tätschel ihr den Kopf. Ah, schön, dass du da. Lass uns zurück ins oder lass uns ins Hotel fahren. Es ist voll langweilig hier. Gute Idee. Machen wir. Ava, ruf mal Simon an, dass er auch kommt. Ja, klar. Ich rufe Simon an. Wir springen rüber zu Simon, der
in einem alten, ausgedienten Ford America sitzt. Gerade Wozniak fährt gemächlich, wie das für einen Mann in seinem fortgeschrittenen Alter so üblich ist, den Highway Richtung Down oder aus Downtown gerade raus. Als du merkst, wie er dein Comlink klingelt. Ja, wird aktiviert. Ich habe das ja im Kopf. Ja, wir sind auf dem Weg ins Hotel. Hotel, es ist Motel. Was? Nicht Hotel, Motel. Motel. Wir sind auf dem Weg ins Motel. Ich kann aber bestimmte interne Stimmenübertragung machen, dass der Vogel nicht mithört, oder? Natürlich, klar, kannst du. Ja, ja, genau. Genau dasselbe würde ich nämlich auch machen. Ich würde rüberrufen. Weißer Kran, ich möchte wissen, wo du bist. Was soll ich dir erzählen? Ich bin gut versteckt, lass dir irgendwas einfallen. Du bist doch derjenige, der immer mit irgendwelchem Bullshit um die Ecke kommt, den ich dann ausbaden darf. Ja, eben. Möchtest du nicht einfach mal dich um deine eigenen Sachen kümmern? Ich muss hier schon mit unserem High-Potential-Target durch die Weltgeschichte fahren und ihr macht euch dann eine schöne Zeit. Was für ein grausames Schicksal. Ja. Gut, ich denke mir was aus, aber glaub nicht, dass du auf der Ferse ist. Ja, ich glaube nicht, dass du ungeschoren davon kommst. Klick. Tut mir leid, aber jetzt drehe mich wieder zu Wasser Kranich. Ich fürchte, er hat ein bisschen zu viel getrunken. Ich glaube, wir lassen ihn jetzt lieber ausnüchtern lassen. Was? Warum hat er das denn gemacht? Ich weiß es nicht. Das solltest du ihn fragen, wenn wir ihn wiedersehen. Ich finde das auch fürchterlich. Ich schreibe ihm eine Nachricht. Also wenn sie diese Frage stellt, sie wird dich gleich anrufen. Alkoholiker. Ja. Was, warum bist du wahrscheinlich nicht anfangen kannst? Dass Ava so plötzlich aufgelegt hat. Kriegst du schon die Nachricht von Oni? Mit Dutzenden Tippfehlern, wie das für den Computeralphabeten Uni üblich ist. Und warum hast du sie entziffert? Klingelt schon wieder dein Comlink, unbekannte Nummer. Du bist betrunken und kotzt. Kommst du? Wie gesagt, wer da anrufen soll? Geh nicht ran. Das ist gut, das schaffe ich. Ich gehe nicht ran. Ihr seht, wie da kurz ins Leere guckt. Das klingt schon wieder. So, wollen wir jetzt gehen? Ich würde schon nachkommen. Ich schicke ihm die Adresse und dann nimmt er sich ein Taxi. Ich habe jetzt hier keine Lust auf Erste Hilfe. Es wird einige Stunden dauern, bis er wieder nüchtern ist, glaube ich. Das übliche halt. Geht einfach nicht ran! Doch gute Freunde. Er kriegt keinen Kuchen heute Abend. Hätte ich das gewusst, hätte ich abgenommen. Ich werfe immer wieder vielsagende Blicke zu Ava rüber, die eigentlich nur eine Möglichkeit zulassen. Ich will sie umbringen. Ich will sie umbringen. Ich will sie jetzt umbringen. Eva scheint sich gerade zu amüsieren. Offensichtlich auf Kosten von Night Dragons. Naja, aber ich habe die Limousine schon gerufen, sie kommt jetzt. Ja. Wir fahren jetzt zurück zum Hotel. Dann greift sie Evas Hand. Wieder beschwingt, geht es Richtung nach draußen. Ich laufe hinter den beiden. Komm, Oni. Ich versuche meine Brille an, damit Night Dragons das Trauerspiel sich angucken kann. Ich schicke ihm noch die Nachricht. Ich hoffe, die Polizei schlägt gleich zu. Ich hoffe, das tut sie erst, während ich hinterherlaufe. Ich hoffe, das tut sie erst, wenn Ava weg ist. Ja, ihr kriegt auf jeden Fall, seltsame Blicke zugeworfen von den Besuchern des Kongresses. Bei euch sind die ja relativ ununterscheidbar als Besucher.
dort. Er werdet schon seltsam gemustert, als er nach draußen geht. Aber ihr geht von daher ist es allen relativ egal. Kein Schaus gebaut offensichtlich. Dementsprechend geht ihr nach draußen, wartet noch so ungefähr 30 Sekunden, bis die weiße Stretch-Limo wieder vor euch hält und ihr von Kaya ins Vehikel gezerrt werdet und euch auf den Weg macht Richtung Hotel. Ich gebe meine Waffe, die Keramikwaffe wieder ab und nehme meine eigenen Waffen wieder. Es sei denn, ich weiß, dass das Hotel ebenfalls filzt vor Einlass, dann lasse ich alles da. Ja, das weißt du nicht. Du wirst ja noch nicht mal, welches Hotel es geht. Von daher. Stimmt, das hat ihn so gar nicht gesagt. Ja, aber ich kriege das natürlich alles wieder und freue mich schon. Vielleicht gucken wir doch nicht Texas Chainsaw Massacre 3000. Sondern? Ich habe jetzt gehört, dass man, also es ist noch schwierig zu bekommen. Aber Splatter Orgy of the Undying klingt auch super. Das klingt faszinierend. Absolut faszinierend. Es gibt einen Seitenblick zu Oni. Hat so ein bisschen was von Spinnen Star, holt mich hier raus. Ja, vielleicht solltet ihr euch auch schnell in den Vollsuft flüchten. Ich hab aber gehört, haben wir nicht heute Abend noch was vor? Ja, ich muss ganz spät noch mal weg. Aber ich komme mit. Cool, das freut mich. Muss ich nicht alleine gehen. Aber dann musst du dich auch duschen. Dann gucke ich noch mal, ob ich mitkomme. Ich entscheide. Naja. Warum duschen? Naja, damit du alle Hautpartikel richtig abwischst. Ich habe so einen extra Schwamm mit. Hautpartikel abwaschen? Ja, du willst ja nicht, dass, also, weil ich muss für Papa was machen. Meinst Opa? Opa hilft mir natürlich, klar. Ich glaube, mit meinen Haaren und ich fahre mir so ein bisschen überdramatisch durch die Haare, ist das eine schlechte Idee. Ist kein Problem, ich habe auch ein Haarnetz für dich mit. Also ich möchte wirklich keine Umstände machen. Irgendjemand muss immerhin auf unser Gepäck aufpassen. Wir machen das alle zusammen. Das wird toll. Und was müssen wir machen? Mit Papa? Oder für Papa? Für Papa. Und was? Ich habe mit dem Professor Dr. Ness gesprochen, eben als ich Ava nicht gefunden habe beim versteckten Spiel und mir langweilig wurde. Und dann habe ich ihn schon im Restaurant getroffen. Wir haben gesprochen. Und? Ja, da hat er mir gesagt, was ich heute Abend noch mache. Aber ich. Das wird was denn? Ich will es jetzt wissen. Ich will es wissen, sonst steige ich auch raus. Wieso steigst du auch aus? Weil aber dann auch aussteigt. Wir steigen dann alle aus. Ich will es jetzt wissen. Nein, Dragons gar nicht. Ich. Dragons ist klingelt wieder. Unbekannte Nummer. Sie ruft wieder an. Ja, ich nehme wieder nicht ab. Ich bin ja immer noch im Vollsuff, wie sich das gehört. Genau. Und du hast gesagt, keine Geheimnisse mehr. Also, was machen wir? Erklär es euch gleich auf dem Hotel, dann habe ich auch alle Sachen da. Ja, gut. Lass uns lieber noch eine Runde Street Fighter spielen. Also, ich schreibe ihm mal, ist der langweilig? Fragezeichen. Du siehst ja alles in dem. Achso, ich sehe den ganzen Haar. Ich stream das die ganze Zeit. Oder guck mal hier, das ist viel besser. Mortal Kombat. Mortal Kombat klingt sehr gut. Du siehst, wie ich auf ihren Hals zoome. Ich spiele mit ihr einfach nur, damit sie die Klappe hält. Währenddessen schneiden wir rüber zu Nine Dragons, der sich das Schauspiel natürlich in der Augmented Reality anschaut, während er selbst. Ja, auf ganz klein und wird irgendwo in die Ecke geschoben. Ich gucke da gar nicht hin. Das ist Elend. Das ist ja nicht zu ertragen. Ja. Draußen siehst du, wie langsam so die Landschaft oder die Häuser vorbeiziehen. Da
langsam von dem Innenstadtteil von Minneapolis rausfahrt in den etwas suburbaneren Teil, da noch ein bisschen rausfahrt und dann schon so 10 Minuten außerhalb der wirklichen Stadtgrenzen seid, an einer Landstraße, und da biegt Posenjak dann auf einen Motel-Parkplatz ein. Ein Motel, das auch schon in die Jahre gekommen aussieht. Fährt dann da ganz, fährt dann da hinein, packt sich ganz sauber in so eine Parkbucht ein. Oh, wir da. Fällt Motel aus. Sie kennen das Motel hier? Ja, ich habe hier ein Zimmer gebucht für Tagung. Echt wahr? Hat man Ihnen keine vernünftigen Zimmer in dem Tagungshotel zur Verfügung gestellt? Oh nein, das ich musste selber bezahlen. Okay. Na gut, dann gehen wir mal raus. War alles nicht einfach. Ich habe das Gefühl, dass meine Forschung hier nicht anerkannt wird. Vielleicht ist es schwierig, aber es ist bekannt. Sie wissen, wie ist schwierig, ja? Sie können Sie erklären nochmal, wer Sie sind? Ich habe nicht ganz verstanden, ja? Das machen wir sofort, wenn wir auf dem Hotelzimmer sind und ich sicher bin, dass uns keiner gefolgt ist, dann werde ich Ihnen alles erläutern. Sehr gut, wir gehen hin, ja? Ist sehr aufregend alles, ja? Das kann man sagen, ja. Passiert Ihnen das öfter? Ich bin gewohnt, wissen Sie, ich bin gewohnt, kann sagen, sein ein Tag quick lebendig, nächsten Tag vielleicht tot. Man gewöhnen sich, ja? Wie lange ist denn dieser Zustand schon, dass man sie verfolgt? Oh, ich habe angefangen, vor ein paar Jahren nachzuforschen, weil ich war interessiert, ja? Sie müssen wissen, ich erkläre Ihnen, auf Zimmer ist ein bisschen schwer jetzt hier draußen vor. Hotel ist auch warm, ja. Ja, und der Alte, etwas bleibt der Herr, fällt eben aus dem Auto aus, schließt das noch ganz bämlich ab und watschelt dann rüber zu einem der Zimmer, die direkt von außen quasi begehbar sind. In der Tasche und holt so eine Mac-Karte raus, die er beim Schloss zieht. Das dann beim zweiten Durchziehen gibt es dann auch endlich und hört und die Tür entriegelt, hörbar. Er gibt die Tür auf. Die Fenster sind alle mit so Vorhängen zugezogen drin, deswegen macht er auch Licht an. Ganz einfaches Motelzimmer. Tatsächlich sogar noch mit so einem kleinen Tisch, mit also mit so einem Arbeitstisch drin, einem Sessel und kleinen Minibar, die er offensichtlich nicht angerührt hat, auf dem Bett, das schon benutzt aussieht, oder daneben vielmehr liegt so eine Reisetasche, so eine alte lederne. Und daneben noch so ein metallener Koffer. Erinnert sich so ein bisschen an so eine Werkzeugkiste. Werkzeugkiste ist falsch, aber die modernen Werkzeugkisten, ja, nicht diese, die man jetzt von Mechanikern erwartet, wo Dutzende Schlüssel drin sind. Das ist also Ihre Medizinertasche hier? Offensichtlich nicht. Er greift die Tasche. Ja, Sie können Sie sich, nehmen Sie Platz, ist aufregend. Ja, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Das ist eine gute Idee. Zigarette hätte ich auch noch. So, ich hole mir erstmal selber eine raus. Halte ihm die dann auch hin. Oh, nicht mehr rauchen. Ist schlecht für Lunge. Schlecht für was? Lunge. Für Atmung. Ah. Kann man doch neu kaufen. Ich weiß, aber ist teuer. Ja, mit Ihrem Wissen, da werden Sie bestimmt eine ganze Menge Geld verdienen können. Ja, sicher, aber ich nicht gerne arbeiten mit die Mafia, ist immer schwierig. Sie mich nicht mehr so mögen, seit ich mal habe operiert, einen von ihnen. Das ist schwierig. Ich erzähle wann anders, es ist bekannt.
Nun ja, erstmal was trinken. Ja, und er öffnet dann diesen Metallkoffer. Was kostet denn so eine neue Lunge? Aktuell nicht wissen. Lange nicht geguckt. Auch nicht mein Fachgebiet. Wieso? Sie brauchen? Nö, also ich meine, bevor ich aufhören würde zu rauchen, würde ich doch diese Investition tätigen. Steck mir dabei die Zigarette an. Ja, jeder muss wissen selber. Ja. Ist auch schwierig, weil neue Lunge ist nicht so gut wie alte Lunge oftmals. Ja. Nun ja, wie auch immer, wir trinken. Öffnen manchmal soll auch besser sein. Na gut, also. Das ist den Metallkoffer und du siehst da drin, er hatte ja schon so einen kleinen, so ein kleines PDA mit, von dem aus diese die Präsentation gestartet hat. Du siehst im Koffer nochmal so ein etwas ein Laptop, ein recht leistungs- oder zumindest recht dick. Das ist recht, entweder ist er sehr alt oder ziemlich leistungsfähig. Du siehst auch da drin auch in so einem Extrafach mehrere Datenchips liegen. In so Raumstoffvorrichtungen, sodass man die quasi rausziehen und wieder reinstecken kann. Und er greift an die Seite und holt dann so zwei Flachmänner raus aus Metall und nimmt sich einen, schraubt ihn sich auf, nimmt einen Schluck, schraubt wieder zu und hält dir den anderen hin. Ja, wird auch entkorkt getrunken. Auf ihre Rettung. Ja, auf Rettung. Und er nimmt auch nochmal so von seinem. Aber sie sind ja nicht nur eine Koryphäe in dem ganzen Fragmentierungskram, sondern auch mit Operationen am Kopf, habe ich gehört. Ja, ist richtig. Habe ich viel gemacht, Operationen an menschliche Gehirn und Stammhirn, ja. Sie schmeckt? Schmeckt nach gar nichts. Also, ich dachte, Gehirn schmeckt. ist gut. Ist gut. Hauptsache, es wirkt. Und macht gute Laune. Bitte eine Konstitutionsprobe. Nur Konstitution. Oh, werde ich gleich vergiftet hier von der Kröte. Nur Konstitution. Das ist ja toll. Vielleicht investierst du irgendwie. Ja. Du hörst noch, wie er sagt, ja, schmeckt. Und dann merkst du so, also dieses Speck zieht sich so ewig lang und wird immer dumpfer. Gleichzeitig wird dein Gesichtsfeld immer so, zieht sich langsam zusammen, wird immer schwärzer und du bist weg. Du wirst ohnmächtig. Schweinerei. Kann ich noch ein Warnsignal absetzen? Dann mach mal eine Reaktionsprobe, eine Initiativeprobe, um zu gucken, ob du schnell genug bist. Mal alles übersehen, dann kannst du noch irgendwie schnell ein Signal. Was Reaktion, ne? Ja, mach mal Initiative einfach. Initiative. Physisch da. Zack. Okay. Ja, du kannst doch eine kurze Nachricht schicken. Ist das denn 19? Das kann doch gar nicht stimmen. Ach so. Ja, doch. Stimmt, dann stimmt's. Ja. Ja, also du kriegst noch irgendwie eine kurze Nachricht über eure Kommunikationsgruppe zu schicken, bevor die Lichter ausgehen. Was schickst du denn? Er hat mich betäubt. Bricht es wahrscheinlich ab. Tja. Kann ich ihn orten? Du? Ja, ich sowieso nicht, aber. Ava? Ja. Ja, ich schreibe das mal in unseren Gruppenchat. Ava? Ich habe das ja auch gesehen und man sieht wahrscheinlich physisch, wie Ava so halb aufschreckt bei der Nachricht. Und dann
sich auf irgendwas anderes konzentriert. Ich würde tatsächlich mal versuchen rauszukriegen, wo das Comlink von 9D-Kranne ist. Ja, schwer für dich, da musst du nicht mal drauf würfeln. Also zumindest sehr grob kriegst du es raus. Die Interstate südlich von Minneapolis. Vielleicht 10 Minuten außerhalb der Stadt. Ist es mir möglich, mich in das Ding einzuklinken und das Video anzumachen, damit wir mitkriegen, was mit dem jetzt passiert? Das ist so die Bohrmaschine. Ich wüsste gerne, was passiert in der Zeit zwischen wir kriegen es mit und wir sind vielleicht irgendwann mal da in dieser Landstraße. Wie weit sind wir denn davon entfernt? So ungefähr. Hat jetzt in die gegengesetzte Richtung. Daher wahrscheinlich eher 20, 30 Minuten. Ich gucke auf mein Handy. Oh oh. Ich glaube, Nine Dragons geht schlecht. Der ist gar nicht mehr im Hotel. Wo ist der denn hin im Suff? Ich glaube, ihr müsst mich, ich nenne mal die Adresse, wäre gut, wenn du mich mal da raussetzt. Der ist in irgendeinem Motel. Ich hole ihn da mal weg. Ja, du kannst mir mal eine Probe machen auf Cracken. Uni, mach eine Probe auf Cracken. Ja, okay, mach ich. Uni kann das auch versuchen. Ich mache jetzt hier den Biohack und wir gucken durch seine Augen, wie die Bohrmaschine angesetzt wird. Also wenn ich nur durch dich mit einer Cracken-Probe gefunden werden sollte, dann habe ich es schon aufgegeben, Uni. Rein auf Cracken oder auf irgendwas Bestimmtes? Ja, nur auf Hacken. Auf Hacken, das Ding, auf das ich eine Expertise habe, das finde ich sehr gut. Das muss ich nur noch finden in meinem Sheet. Warte, 46 würfel ich. Mach mal. Nee, es sind nur 18. Oh lala. Da sollte doch was bei sein. 16 Einsen. Ja, also du geh davon aus, dass du klingst du dich dafür komplett ein oder machst du es über die AR, während du nebenbei noch mit Kaya Mortal Kombat spielst? Ich würde wahrscheinlich versuchen, das so aussehen zu lassen, als würde ich noch irgendwie halbwegs mitspielen, so ein paar Sekunden lang, während ich das alles aufbaue. Und mich dann kurz höflich entschuldigen, weil ich muss natürlich Uni dabei helfen, rauszukriegen, wo unser Freund ist, weil der ist zu betrunken, um noch durchzugeben, wo er eigentlich ist. Und dann überlasse ich, weiß er gar nicht, Uni, der soll sich darum kümmern und versuche rauszukriegen, wo genau er gerade ist. Ding, also Zimmer genau, wenn ich kann. Und versuche, die Kamera anzumachen. Ja, also du findest das Gerät, du kannst dich in das Gerät einwählen. Über die Matrix-Tricks, die du drauf hast. Dauert ein bisschen länger, weil du jetzt halt über die AR wurstelst, aber du kriegst trotzdem Zugriff auf den auf die eingebaute Kamera. Und kannst sie von mir aus auch einschalten, wenn du möchtest. Kriegt dann alle das Kamerabild plötzlich in eurer Gruppe von Nine Dragons auf. Position scheint irgendwie gerade auf dem oder er scheint gerade am Boden zu liegen. Du kannst noch so die Beine von einem Bett entdecken. Einige Staubwäldchen, die unter dem Bett liegen. Und siehst, wie sich jemand so im Raum zu bewegen scheint anhand der Schatten, die wieder mal ins Bild fallen. Du hörst auch, wie jemand so mit sich spricht. Auf Russisch. Und Übersetzungsprogramm vielleicht. Hier gibt es simultane Übersetzungsprogramme, die ich mir in meinem unendlichen Reichtum aus Comic gekauft habe. Nee, ne? Nee, das ist nicht. Schade. Ja, du hörst, wie irgendwer auf Russisch vor sich hin klappert und ein paar Sekunden später kommt Bewegung ins Bild. Siehst kurz einmal so ein Bein, das neben den Arm von Nine Dragons tritt und dann wieder verschwindet. Der Körper wird dann immer so ruckweise wohl gezogen. Jemand, also das kannst du verstehen, auch wenn du die Sprache nicht sprichst, jemand flucht dabei so leise.
Und dein Dragons wird offen in einen Stuhl oder sowas gezogen. Auch mit der Arm so ein bisschen, du siehst, scheint sich um einen Sessel zu handeln. Und um einen Stuhl zu handeln. Und dann wird der Arm angehoben und du siehst Posnia kurz im Bild. Immer noch mit seinem Ballon Trainingsanzug Jacke an. Leicht verschwutzt, schwer atmend. Wild erscheint die Kamm und das, den Arm dann auf die Lehne legt, holt dann so eine alte Krawatte raus und bindet den Arm an den Stuhl fest. Und du siehst, wie er wieder im Bild verschwindet und so durch den Raum geht. Du siehst dann, wie er seine Sachen zu packen scheint. So wieder auf die Seite dreht. Also wenn ihm da nichts passiert, so ein bisschen, so ein paar Stunden auf diesem Stuhl gammeln, hätte er ja schon verdient, ne? Ja gut, wenn wir schneller fahren. Kann ich über den Comlink, in dem ich jetzt drin bin, den vom Posniak finden? Nicht da reinhängen? Das ganz da natürlich ist jetzt sehr weit weg. Aber das könntest du versuchen. Ich würde es gerne versuchen. Wenn der jetzt verschwindet, möchte ich wissen, wo er ist, nachdem ich ja hoffentlich jetzt weiß, wo Nine Dragons ist. Oh, der arme Posniak. Er wird den Zorn des großen Ninjas spüren. Ja, kannst du es gerne mal machen. Uli, bringst du dazu irgendwie Kaya zu sagen, hier fahrt mit der Limousine woanders hin? In der Zwischenzeit? Ja. Wir könnten sie auch einfach bitten, uns abzusetzen und ich würde in der Zwischenzeit einen Mietwagen besorgen. Nein, Quatsch, wir fahren da jetzt direkt hin. Alles gut. Du willst, dass Weißer Kranich da mit dabei ist? Der ist mit irgendwelchen Nutten in irgendeinem Motel. Ich traue jetzt, dass sie das unbedingt sehen will. Der ist mit, der hat eine Frau kennengelernt. Die Frau will aber nur sein Geld. Ist eine Prostituierte. Was? Das hätte ich ja von Simon nicht gedacht. Oh doch. Dann kennst du ihn. Er hat Menschenkenntnis. Macht er ständig. Wir fahren da jetzt sofort hin und dann sagen wir ihm mal, dass sowas aber nicht geht. Das mache ich. Du bleibst hier im Auto. Ich will nicht, dass du sowas siehst. Du holst ihn raus und dann machen wir zusammen zur Sau. Dann machen wir Nine Dragons zur Sau. Richtig. Aber vorher hole ich ihn da raus und du bleibst hier schön im Auto bei Ava. Weil das wirklich, das ist nichts für deine Augen. Das ist richtig schlimm. So, wo müssen wir hin? Sagst du die Adresse? Ich zeig. Oder die GPS-Daten. Und wir müssen da ganz schnell hin. Tatsächlich, das Auto, diese Stretch-Limo, in der ihr fahrt, wirst ein bisschen tatsächlich von einem Sitz gerissen, als sie in einem sehr engen Kreis plötzlich wendet. Und fahrt auch deutlich schneller jetzt in die Gegenrichtung. Ja. Währenddessen, Ava hat mal Hacken gewürfelt und ist auch im Comlink von Posniak, der jetzt nochmal im Bild erscheint und wieder irgendwas auf Russisch vor sich hin brabbelt, während er offensichtlich erscheint, Nine Dragons zu durchsuchen. Okay. Also ich würde gerne das Kamerabild in der Gruppe belassen als Stream. Und würde gleichzeitig gerne mal gucken, was der so auf dem Comlink hat. Da irgendwas von Interesse dabei ist. Oder ob das ein Burner ist, auf dem sowieso nichts drauf ist. Nee, da ist recht viel drauf. Suchst du? Also sind Dutzende Kontakte. Die Systemsprache ist natürlich auf Russisch eingestellt. Boah. Gut, aber das Layout wird ja nicht so mega kompliziert sein. Ich würde gerne wissen, ob in den Kontakten, sofern sie nicht wirklich alle auf Russisch sind, irgendein Name ist, der mir bekannt vorkommt. Also irgendjemand vielleicht aus der Umgebung oder von dem man schon mal gehört hat oder irgendwas Bekannte von Nine Dragons, weiß der Teufel was. Und ansonsten wüsste ich natürlich gerne, ob der da auf diesem Comlink irgendwas zu seiner Forschung hat. Wegen der wir ja eigentlich dahin gefahren sind.
Nee, also du findest nichts, was jetzt irgendwie mit deiner Forschung zu tun hätte. Es scheint da irgendwie nicht zu behandeln. Du findest jede Menge, wie gesagt, Einträge, ganz viele echte Namen, die alle unbekannt sind, aber auch ganz viele Spitznamen, alle mit recht, sagen wir mal, exzentrischem Klang. So Leute wie Butcher finden sich da oder Bloodhound. Ich würde die Kontakte kopieren. Ja, im Zweifel suche ich nach der Comlink-Nummer und versuche das irgendwann mal, wenn ich so viel Zeit habe, reverse zu engineeren, wen er da eigentlich auf der Liste hat. Ja, aber ansonsten will ich erstmal wissen, was er da bei Nine Dragons eigentlich sucht. Du hörst ihn halt vor sich hin murmeln und durchsucht offensichtlich die Taschen von Nine Dragons irgendwie auf Suche nach Hinweisen. Und du siehst dann tatsächlich, wie er sich so über den Arm beugt und dann anfängt, das Comlink zu mustern. Ja, yes, Sam. Oder, stimmt, das ist ja im Hirn sogar. Mustert dann offensichtlich gerade den Schädel von Nine Dragons, beugt sich da so rüber und dann fährt so einmal rüber. Scheint wohl zufrieden irgendwie zu nicken. Kommentiert das irgendwie auf Russisch. Klopft so einmal gegen die Linse. Was ist das für diese Russen? Und sagt dann tatsächlich in die Kamera: Guten Tag, Sie mich hören? Wenn Sie mich hören, einmal machen Beep. Ich höre ihn quasi durch sein eigenes Comlink jetzt, weil ich hänge ja nicht mehr in dem von My Dragons. Oder hänge ich in beiden drin? Ich würde sagen, du hängst in beiden drin, ja. Dann würde ich den Stimmverzerrer von Aphelion anschalten, von meiner Persona. Nee, ich habe ja sogar so ein, also meine Stimmbänder sind ja auch ein Implantat. Du kannst also theoretisch auch durch mich sprechen. Du möchtest, dass ich in deiner Hardware rumfummel? Möchtest du das wirklich? Ja, machst du ja eh schon. Könnte ich das so? Wo funktioniert das? Kann ich, dann müsste ich auch seine Lippen bewegen können, weil sonst bringt es mir nichts. Ja, das ist ein Stretch. Jetzt reden könntest, müsstest in der Tat irgendwie seine Lungen dazu zu bewegen, einen bestimmten Takt ein- und auszuatmen, um dann Stimme zu Gehör zu bringen. Aber du könntest, wenn du redest, dann rumfummelst. Ich habe so einen Stimmenmodulator, da kannst du auch alles Mögliche, kannst du Geräusche mit abspielen oder kannst du, keine Ahnung. Ja, aber das bringt ja nichts, wenn wir nichts haben, um sie nach draußen zu transportieren und wenn die Lippen nicht auf sind. Dann hört man sie halt kaum. Hörst du nur muffelt dann wahrscheinlich, also ein bisschen gedämpft. Aber was müsste ich würfeln, um über die Cyberware tatsächlich Kontrolle zu übernehmen und die tatsächlich wie so eine Puppe zu machen können? Das geht. Ginge das überhaupt? Da musst du Magie können. Da reicht so ein lächerlicher. Der DM hat das angefangen. Ich möchte wissen, wie weit das geht. Du könntest deine Stimme, also dein Sprechen übernehmen, ja. Aber, jetzt ist auf jeden Fall keine Option. Posniak pinkt wieder. Hallo, jemand zu Hause? Ich würde so einen Seitenblick zur Uni werfen. Der Sie nicht sehen, es ist bekannt. Ja, ich nicke. Dann, weißt du was, dann würde ich aus seinem Comlink, also dem von Posniak, mit meinem Verzerrer durchsprechen. Wir hören Sie, klar und deutlich. Ah, so. Wer Sie schicken? Neonet? Niemand hat uns geschickt. Zumindest nicht nach Ihnen. Das ich nicht glaube. Ich habe Ihren Freund und ich gebe erst, wenn ich sicher bin, ich kann gehen nach Hause in Frieden, ja? Warum? Ihr Freund muss leider ich muss umbringen. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Es wird sich hier niemand die Hände schmutzig machen müssen von uns, glauben Sie mir. Allerdings. Ja, ich schreibe in den Chat, wir brauchen seine Hilfe, sag ihm das. Der kommt im Chat zurück. Simon braucht seine Hilfe.
Und ja, nee, dann würde ich mich wieder auf das Comlink konzentrieren. Wie gesagt, wir haben kein Interesse daran, ihnen Schaden zuzufügen. Sonst hätten wir sie den Herrschaften überlassen, die zuerst versucht haben, sie aufzugreifen. Sie kommen von Ares Macro Technology? Ich habe gesehen, Modell, Standardmodell bei Night Errant. Wir kommen von keinem Konzern. Warum Sie kommen dann? Das ich nicht glauben. Tatsächlich haben wir nach jemandem gesucht, der uns in einer delikaten Angelegenheit unterstützen kann. Allerdings werden Sie sicherlich verstehen, dass das nichts ist, das wir über Ferngespräche besprechen möchten. Und leider haben Sie das Sprachrohr seiner Sprache beraubt, temporär. Ja, er nicht so klug. Ist reingefallen auf zusammen Wodka trinken Trick. Alt ist der Trick im Buch. Da will ich Ihnen nicht widersprechen, aber leider müssen wir jetzt noch einen Moment warten, bis wir bei Ihnen ankommen und uns in Ruhe unterhalten können. Ich würde sehr gerne bleiben bei Ferngespräch. Ich werfe so einen kurzen Blick rüber zu Uni. Ich gucke in mein Telefon und schreibe, sag ihm, um was es geht. Er ist ein freundlicher Idiot. Und ich schreibe dann den Chat zurück. Wie lange brauchen wir noch? Wo sind wir? Was ist Fettschwimmung? Bewegt sich in atemberaubender Geschwindigkeit durch den Feierabendverkehr. Wer auch immer dieses Gerät steuert, kennt sein Handwerk und gibt Vollgas. Ihr braucht noch so 10 Minuten. Ja, dann würde ich tatsächlich nach Möglichkeit zumindest auf meine, wobei der guckt Night Dragons an, ne? Ist eh egal. Nun gut. Ihre Wahl. Ich glaube, er ist tendenziell kein schlechter Mensch. Wird ignoriert. Wir brauchen die Hilfe von jemandem, der sich in der Hirnchirurgie auskennt und der keine Bindung zu einem Konzern hat. Etwas zu entfernen, das ein Konzern in Menschen gesetzt hat, die zumindest einem von uns sehr wichtig sind. Das klingt sehr kompliziert. Könnten Sie vielleicht, ich habe nicht verstanden, was Sie wollen. Ich kann Ihnen Leute empfehlen, natürlich. Die arbeiten für gute Arbeit, für wenig Geld. Ja, sicherlich. In Europa mehr als genug. Dann kriegt der erstmal, ich wechsle ein bisschen die Strategie, lasse sein Comlink so ein bisschen piepen, nachdem ich ihm ein Bild von, wie heißt der Typ, den wir gerade an Maschinen bei uns liegen haben? Ralf, glaube ich? Ralf war er. Ihr Forschungsgebiet sind doch Naneten und die Vorkommnisse in Boston, oder? Ja, ich beschäftige mich seit einiger Zeit. Was Sie wollen wissen. Ich habe gerade Vortrag gehalten, Sie haben gehört. Es ist bekannt. Und wir haben vermutlich einen der letzten Überlebenden des Crashes, der dieser Prozedur noch nicht, ich möchte sagen, zum Opfer fiel. Und wenn es Ihnen gelingt, eine Möglichkeit zu finden, diese arme Seele wieder mobil zu machen, wäre das sicherlich eine Bereicherung für die wissenschaftliche Welt. Außerdem ist natürlich Geld zu erwarten, aber das sollte sich von selbst verstehen. Oh, warum sagen Sie nicht sofort, Sie können gut sagen? Dann, wir können sprechen. Sie kommen her, wir trinken einen Wodka. Ich trinke meinen eigenen, wenn Sie nichts dagegen haben. Natürlich, Sie kennen ja jetzt. Du ein Wodka, ich ein Wodka, Trick. Daneben gäbe es, wenn das
nicht zu viel Arbeit wäre für Sie. Wie gesagt, noch zwei Personen, die... Ich habe die Dinger, die haben geholfen verstecken. Ich habe zumindest eine grobe Ahnung, was für Cortex-Bomben da drin sind, oder? Ich kann ihm zumindest eine grobe Beschreibung dieser Dinger geben und wo sie sind. Das ja. Ja. Die entfernt werden müssten, ohne ausgelöst zu werden im Idealfall. Ach, ohne Auslösung. Ich wollte gerade sagen, mit Auslösung sehr einfach. Ohne Auslösung. Das ist schwieriger, aber ich kann machen. Kein Problem. Dann verstehe ich Sie richtig, dass wir zu einer Übereinkunft kommen können. Selbstverständlich. Wann Sie brauchen Hilfe? Sobald wie möglich. Wir werden morgen wieder fahren. Ich denke, ich habe konkret alles gesehen, was ich sagen wollte. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Wenn Bezahlung stimmt, ich komme gerne mit. Habe ich irgendeine Ahnung, was so die durchschnittliche Bezahlung von den Chirurgen ist? Für das, was wir wollen? Irgendeinen Plan? Bestimmt. 10.000, 100.000, von wie viel nur jetzt reden wir hier? Ja, also wenn du es in einer offiziellen Klinik machen wollen würdest, könntest du schon so ein Jahresgehalt von dir einplanen. Also 100.000 oder so. Jesus. Warte mal, wie viel haben wir in der gemeinsamen Kasse gerade noch? Verrechnet mit seiner Rettung. Gut, aber das können wir ja verhandeln, wenn wir da sind. Genau. Auf jeden Fall. Ihr seid mittlerweile aus der Stadt raus, ihr seid jeden Moment da. Und nein, Dragons, du merkst jetzt, kommst wieder zu dir. Irgendwas stinkt hier ziemlich. Du kommst zu dir auf, mit Krawatten gefesselt auf einen Stuhl. Vor dir Posniak, der sich so runter beugt an und dir irgendwas unter die Nase hält. Muted. Was hat denn die Sprache verschlagen? Du alter Penner, was war das denn? Das war eine Chemikalie. Wir nennen sie Neurostan in Europa. Ich weiß nicht, ob auch offizielle Bezeichnung in United Canadian and American States. Ich weiß nicht. Das ist aber illegal, du Arschloch. Ich verbitte mir diese unflätige Wortwahl. Ich würde, bevor er weiter flucht, noch eindringlich ins Comlink tippen. Der Typ will deine Familie retten. Benimm dich. So, also Sie hatten schon Kontakt mit der Gruppe. Dann machen Sie mich jetzt los. Ah, ich brauche Sie als für die Verhandlung. Was wollen Sie denn verhandeln? Na, Preis. Ich habe gehört, Sie sind sehr reich. Ach ja. Was wollen Sie denn haben? Ich weiß nicht, was Sie können bieten. Aber wenn Sie sich können leisten, eine neue Lunge, dann vielleicht eine neue Lunge. Preis. Ja, was kostet die neue Lunge? Wo Sie kaufen. Bei Mafia ungefähr 30.000 Nuyen. Aber ist dann gebraucht, natürlich. Aber Sie können auch wirklich was. Nicht, dass Sie rumfuschen. Ja, ich bin sehr gut. Habe ich mal operiert. Bei einem wichtigen Mitglied von Mafia. Ist leider gestorben, aber das nicht, weil ich ein schlechter Arzt bin, sondern weil ich bin sehr gut. Ja, diesmal geht es aber um einen unschuldigen Jungen und eine unschuldige Frau. Ich hoffe, Sie fuschen da nicht wieder rum. Ich niemals fuschen. Man kennt viele Eingriffe, ich habe alle gemacht. Gut.
Und nun ja, wenn Sie suchen, so eine Arzt wie mich, ich bin sicher, Sie finden nicht viele andere wie mich. Ja, dann werden wir uns sicherlich einig werden. Machen Sie doch endlich mal diese Krawatten hier ab. Na, ich nicht wissen, Sie wirken sehr zornig. Ja, da Sie aber der einzige fähige Chirurg hier weit und breit sind, werde ich mich zusammenreißen müssen. Sie haben vielleicht recht. Aber Sie bleiben friedlich, ja? Ja, natürlich. Ihnen soll ja nichts passieren. Sie müssen ja noch operieren. Das ist richtig. Also Vorsicht. Er macht vorsichtig die erste Krawatte los. Das ist die zweite dann dir. Ah! So, steh auf, reib mir die Hände. Das hätten wir aber auch ohne diesen ganzen Firlefanz hier machen können. Ich nicht wussten, woher Sie kommen. Ich hatte Angst um meine Leben. Sie verstehen? Die Konzerne, sie wollen nicht, dass die Wahrheit an der Licht kommt. Sie wissen, ich hatte berichtet davon, dass Konzerne haben Scheiße in Ventilator geworfen. Ja, wir helfen Ihnen gerne auch bei diesem Problem. Aber jetzt müssen Sie mir erstmal helfen, meiner Frau und meinem Kind eine Cortex-Bombe aus dem Kopf zu holen. Ja, wo Sie sind. Ich bin bereit. Gut, also Sie wollen 30.000 Yen und Sie bauen die Dinger aus. Sehr gut, ja, wir machen so. Sie haben gut. Operationssaal und dergleichen. Nein. Haben Sie das nicht alles hier in Ihrer Box? Ich habe ein paar Skalpell und ein paar Messer natürlich. Aber nicht was. Ich brauche natürlich eine sterile Arbeitsumgebung natürlich. Das ist klar. Ich kann auch machen ohne sterile Arbeitsumgebung, aber Überlebenschancen sinken drastisch. Hm. Ich kann natürlich machen, wenn Sie wollen, auch ohne. Auch was? Auch ohne sterile Umgebung. Nein, nein, ich sterile. Lasse einfach alles weg, machen kein so, Desinfektionsmittel. Wie ich das gehört. So, wo ja, kriegen wir jetzt eine sterile Umgebung her? Herr Doktor? Na, es gibt zum Beispiel solche Einrichtungen hier im ganzen Land, heißt Krankenhaus. Ja, wenn ich ins Krankenhaus wollte, dann hätte ich Sie ja nicht gefragt. Naja, wir gehen einfach ins Krankenhaus, wenn gerade keine andere Operation ist, und dann machen wir schnell die Operation. Kein Problem. Hm. Na gut, gut. Das Ganze müssen wir allerdings in Kakabeka Falls machen, weil diese Bomben sind so eingestellt, dass sie gegeofenced sind und sie nicht diese Umgebung verlassen können. Ja, ja, kein Problem. Wir gehen in Kakabeka Falls Krankenhaus. Haben die ein Krankenhaus? Ja. Nö. Medizinzelt. Ja, hier bei unseren Nachbarn. Ja, wir haben ein halbes Krankenhaus bei uns. Mittlerweile im Restaurant, aber. Wir hatten doch so ein steriles Drogenlabor auf dem Konzerngelände. Das muss doch funktionieren. Ey, meine, also grundlegend. Und wir kommen da wieder durch. Die haben wir sowas von gut getäuscht. Und wenn du da wieder als der Bockwurst-Ninja auftauchst. Wir sind mit denen jetzt ganz gut gestellt. Die Mafia ist mit uns auf du. Sehr gut. Also, dann wir kümmern uns auf jeden Fall um diese Location und die Sterilität. Gibt's doch bestimmt auch, es gibt doch so einen Sterilitätszauber, denn vielleicht kriegt man es ja darüber hin. Ja, ich habe gehört, das mag ja an so etwas arbeiten, aber das ist nicht meine Expertise. Ich bin für Kopf. Da ich bin gut, mag ich Kopf nicht. Okay, da kümmern wir uns drum. Gut, also Sie kriegen Ihr Geld, wir gehen gemeinsam nach Kakabeka Falls, Sie operieren und dann kümmern wir uns um Ihre anderen Probleme. Die interessieren mich nämlich auch. Ja, sehr gerne. Wir kümmern uns um alle Probleme. Selbstverständlich auch mit diesem komischen Fleischbeutel. Sie haben ein Bild von geschickt. Ich weiß nicht genau. Ich habe nicht richtig verstanden. Was? Ich würde in die Gruppe nochmal schreiben. Max, die Tracker auch noch.
Ach, das ist hier, okay. Ja, auch das, ja. Wir haben einiges gemeinsam zu besprechen und zu tun. Wir werden Ist kein Gutes tun für Problem. diese Wenn Sie Welt. gut zahlen, ist kein Problem. Ich habe noch einiges an Schulden. Der kommt als nächstes in die Gruppe. Wie viel Geld habt ihr noch? Mal gucken. Ein bisschen kommt als Antwort. Wir können ihm Schutz garantieren, dafür sollte er einen niederen Preis fordern. Wann ist dein nächster Pokerabend? Fragezeichen. Nicht rechtzeitig. Offenbar müssen wir noch ein OP bauen. Kommen drei Fragezeichen. So. Was noch alles so ins Nekromata Ey, bei wem reinpasst. habt ihr denn Schulden? Ja, bei wem hast du denn Schulden? Bei verschiedenen. Es ist alte Geschichte, es ist bekannt. Kann man die auch in Naturalien bezahlen? Wir haben doch irgendwo noch, also ich schreibe mal in die Gruppe, wir haben doch irgendwo noch diese Drogeneimer, oder nicht? Die haben wir vertickt, um die Ferienhäuser deiner Familie zu bezahlen. Was? Und die von Helmut. Nee. Doch, seit 40.000 Nuyen, die wir für 2 Monate für 2 Ferienhäuser auf den Kopf gehauen haben. Das haben wir damit gemacht. Okay, also brauche ich das nicht von meinem Geld zahlen. Das ist ja fantastisch. Wird Zeit, dass die Bomben rauskommen, dann können die Kinder wieder arbeiten gehen. Und ich weiß, dass wir noch 25.000 Nuyen in der Nekomata-Kasse haben. Der Restaurantkasse der Allgemeinen. Wir können vielleicht deine Probleme auch beseitigen, schreibe ich in den Gruppenchat. Was? Das Meine. kommt auf die Art seiner Probleme an. Und wenn sie in Russland liegen, also meine Reisewilligkeit hat Grenzen. Da will ich auch nicht hin. Seit 100 Jahren unter Sanktionen leiden die. Da will man nicht mehr hin. Aber gut. Ja, also die 30.000 habe ich auf jeden Fall, soweit ich weiß. Ich muss jetzt hier irgendwo mal mein Charakterblatt wiederfinden. Na ja, Das hatte ich. gut, wir erstmal fahren nach dieser KKBK, falls das sicherlich kein Problem. Die werden Geld finden oder ich finde andere Möglichkeit Arbeit, Sie wissen. Aber KKBK hat sich noch nicht gehört, deswegen ich glaube vielleicht ganz sicher. Wird lange dauern, bis Leute kommen und mich suchen. Ja, Sie können da unterkommen. Das ist eine gute Örtlichkeit, unterzutauchen. Wir können Ihnen da Schutz gewähren. Ah, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja, im Moment fährt auch draußen die Rettschlummer vor. Ich steige aus. Ich stecke mir meine Zigarette an. Stress hier, purer Stress. Bleib sitzen und versuche, weil er gerade nicht davon abzuhalten, reinzustürmen und Nine Dragons zur Sau zu machen. Ich probiere hab auf dem Weg hierher wahrscheinlich auch probiert, mir ein Bild zu machen, in welchem Zimmer er da irgendwo sitzt. Ansonsten hätte ich das mal Ava gefragt, per Gruppenchat, und werde dann genau zu diesem Zimmer hinmarschieren. Ja, ich hätte das durchgegeben. Ich habe das ja trianguliert, professionell, wie ich bin und so. Das Heikel von Rennt es ins falsche Zimmer. sind tatsächlich zwei Damen in diesem Zimmer. Ups. Ihr könntet das Icon von Nine Dragons Comlink natürlich auch in der AR anzeigen lassen. Ja, Wisst ihr Brille ganz ist genau, an. wohin muss? Top, 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 top zur Tür. Punkt, punkt, punkt. Oh, ich nicht haben bestellt irgendetwas. Kein Roomservice, danke. Ich bin's. Machen Sie die Tür auf. Oh. Uni. Also, ich mach mal auf. Ja, ich mach die Tür auf. Das hat aber gedauert. Hätte der Ja, das jetzt hat ein tatsächlich bisschen eine gedauert. Bohrmaschine gehabt, dann hättest du hier nicht mehr viel einsammeln können. Nicht zu ändern. Fürs Protokoll, du warst betrunken und bist mit ein paar Frauen aufs Zimmer, die dein Geld wollten. Ja. Wer kommt denn auf so eine wilde Geschichte? Ich.
Herr Doktor? Ja, ich bin bereit. Sie müssen sich umgehend mit Ihrem Fahrzeug nach Kakabeka begeben. Kriegen Sie das hin? Ich dachte, wir fahren gemeinsam. Wir haben noch was zu erledigen. Mein Auto leider ein wenig alt. Es hat nicht dieses Navigation. Schaffen Sie das oder schaffen Sie das nicht? Sie können dort ein Quartier beziehen. Melden Sie sich bei folgender Adresse. Sagen Sie, dass Sie von Oni kommen und dass Sie vorübergehend in diesem... Ich schicke ihm die Adresse vom Nikomata. In diesem Restaurant unterkommen können. Wir wohnen dort. Zwischendurch kommt im Teamchat, ich habe ihm einen Mietwagen bestellt. Der sollte in Insert Time hier ankommen. Sie kriegen in Kürze einen Mietwagen. Das ist besser. Ihr altes Fahrzeug wird hier bleiben. Ja, das ist sehr gut. Ist auch schon ein wenig älter. Ich kann auch bezahlt werden in Neuwagen natürlich. Ja, das ist ein Mietwagen, falls Sie es ein Mietwagen. Sie fahren damit nach Kakabeka und der Wagen fährt wieder weiter. Natürlich. Ja, ich schon verstanden, aber ich muss. Das wird alles verrechnet. Außerdem sollten Sie sich darüber Gedanken machen, wie viel Ihnen die Aktion im Messehotel wert war. Ich meine, dass wir Sie da rausgeholt haben vor diesen Leuten. Auch das sollten wir mit auf die Rechnung tun. Und außerdem für die nächsten Wochen den Schutz, den Sie von uns erhalten werden. Das sind alles Faktoren, die vielleicht in die Preiskalkulation mit einfließen sollen. Das ist kein Problem, ich habe schon besprochen. Gut, dann sollten Sie vielleicht noch eine Liste erstellen, was wir alles brauchen für eine Operation. Es kann sein, dass wir einen improvisierten Operationssaal einrichten müssen. Oh, das ist kein Problem. Ich kann aufschreiben, was wir brauchen. Ja. Gut. Na dann. Wir sehen uns in 2 Tagen. In 2 Tagen, selbstverständlich. Und Sie verlassen jetzt das Motel und die Stadt, so schnell es geht. Ja, denn es sind Profis hier. Dann ich fahre mit Mietwagen, selbstverständlich. Mhm. Gut. Ich würde mal Little Coyote in der Zwischenzeit anrufen. Ja. Gib mal ein paar Mal Klingel dran. Little Coyote, kannst du einen sterilen... Ich bin gerade total tiefenentspannt. Hab so eine neue Meditationsmelodie mir runtergeladen. Ah, dann bist du genau in der richtigen Stimmung, jetzt diese Informationen aufzunehmen. Wir brauchen einen sterilen Operationssaal. Was? Was? Wir brauchen einen sterilen Operationssaal. Ja. Ein Krankenhaus? Habt ihr einen in Kakabeka? Ich hab da noch nie ein Krankenhaus gesehen. Nee, wir haben auch keins, aber in Thunder Bay ist doch eins. Ja, muss aber in Kakabeka sein. Ja, dann ist es schwierig. Ich würde mal die Tochter von Akima fragen, natürlich. Die arbeitet ja in Thunder Bay. Im Krankenhaus. Ja, weil die OP muss in Kakabeka stattfinden. Ja. Schwierig. Aber was ist denn mit den Medizinleuten? Ich kenne mich da auch jetzt nicht so unbedingt aus. Ich kenne mich mehr so mit alternativen Behandlungsmethoden aus. Also es gibt da bestimmt ganz tolle. Weshalb überhaupt? Frag ihn, ob es im Vor eine Möglichkeit gibt. Also wenn du 2 Cortex-Bomben aus dem Kopf singen kannst, dann können wir die alternative Methode machen. Ansonsten brauchen wir aber dringend einen sterilen OP-Saal. Geht das vielleicht in dem Vor oder so? Kann mal nachfragen, aber ich habe den Eindruck, ich habe eine sehr... Also... Angst vor Pferden war nicht sonderlich happy, wie das alles gelaufen ist. Ende gut, alles gut. Ratte ist tot. Ihr hört mich nicht. Ich habe die interne Sprachmodulation angestellt. Ich höre mich mal um.
Ich höre mich mal um. Beunruhigt mich gerade. Ich glaube, ich muss jetzt noch mal ein bisschen weiter mischen. Das bringt mich gerade irgendwie eine ganz schlechte Stimmung. So. Ich meditiere da mal drüber, okay? Ja, ansonsten Sterilisationszauber soll es geben. Kannst du so einen besorgen? Bestimmt. Kann mal in mich gehen. Frag Coyote mal, ob er weiß, was das sein könnte. Natürlich. Ich würde sagen, Totem Hyäne. Kleine Hyäne, genau. Ich bin ehrlich, das überfordert so ein bisschen meine Kompetenzen auch. Ich fühle mich da so. Das hatte ich befürchtet. Ja. Also ich in dem Bereich gebe ich wirklich ungern Beratung. Auch weil welches man da schnell haftbar ist. Okay, bei welchem Themenfeld sollte ich mich bei dir melden? Sämtliche alternativen Behandlungsmethoden, alle Formen von Meditation, alternative Therapien, Heilkräuter und so, da bin ich das ist sehr gut. Okay. Aber alles klar. Ich meditiere mal drüber und dann rufe ich mal bei der Tochter von Takima an und frage mal, ob das vielleicht die vielleicht mal was von der Arbeit mitbringen kann. Was ich weiß auch nicht, wie man so einen Operationssaal muss. Reicht das, wenn man da nur irgendwie alles mit Desinfektionsmittel einsprüht, oder? Ich glaube nicht. Ja, bräuchte ich. Also müsste da jemanden fragen, der sich auskennt halt. Hast du noch einen anderen Thales-Krämer? Ich glaube, Dr. Jung ist nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Ich rufe mal Glamour übrigens danach. Noch ein paar, also ein, zwei andere drüben in Thunder Bay, aber es gibt ja jetzt auch ganz viele gerade auf dem Frühlingsfest. Kennst du einen in Minnesota? In Minnesota? Nein, da war ich noch nie. Ja, aber da kenne ich ja welche, weil ich ja von hier komme. Also gut, vielen Dank, mach's gut. Ja, klar, gerne. Ich meditiere jetzt noch mal ein bisschen. Solltest du vielleicht auch mal tun. Klingt so, als wärst du ziemlich unter Stress, ehrlich gesagt. Ja, ich habe einen scheiß Tag gehabt. Der Russe hat mich versucht zu vergiften. Was? Tja, ich erzähle dir alles, wenn ich zurück bin. Also, wenn du jetzt drüber reden willst, ist das auch okay. Nee, jetzt nicht. Jetzt will ich nicht reden. Klick. Er muss echt lernen, sich zu öffnen. Dann ich wieder in den Schneider sitzen. Ja, der frisst alles in sich rein. So, steck mal wieder eine Zigarette an. Nicht zu ertragen. Alles nicht zu ertragen. Ja, du kommst gerade raus an der Seite von Oni. Der Stretch-Limo geht auf und halt vorher würde ich noch Glamour anrufen. Ja, während du gerade Glamour anrufst, kommt Kaya halt aus dem Auto rausgehüpft. Das, also, ich bin wirklich schwer von dir enttäuscht. Sowas ist wirklich, sowas macht man nicht, sowas gehört sich nicht. Und dann kommt MT im Chat so, ich hab's versucht, es tut mir leid. Was ist passiert? Man hat mich. Du kommst jetzt sofort mit K.O.-Tropfen. Sie greift so an dein Ohrläppchen und zieht dich so runter. Wir gehen jetzt aufs Hotel. Ich hab mir so einen schönen Tag geplant und du fuhrst hier rum. Ich wurde mit K.O.-Tropfen abgeschleppt. Dieses elende Miststück. Wurde beklaut. Was? Ja, los? Haben sie dir nicht erzählt? Ich wurde mit K.O.-Tropfen niedergestreckt. Wie heißt das? Neurostun? Nee, keine Ahnung. Fürchterliches Zeug. Mir brummt der Kopf. Ist sie noch da drin? Nein, ich bin in diesem leeren Raum aufgewacht. Ich konnte nur noch einen Funkspruch, ein SOS absenden. Mir fehlen 30.000 Yen. Ich hab drin was zu malen. Du beschreibst mir, wie sie aussieht und dann suchen wir sie und dann stellen wir sie zur Rechenschaft. Ist eine gute Idee. Auch besser wäre es, wenn jemand 30.000 Yen wieder auftreiben könnte. Stellt sie mal zur Rechenschaft und geht ins Auto. Ich muss noch kurz telefonieren.
Dann drehe ich mich um und laufe wieder Richtung Gebäude zurück. Also. Mit dem Telefon. Er greift dich am Handgelenk und zerrt dich mit ins Auto und zieht tatsächlich so einen riesigen Zeichenblock raus. Du siehst, dass sie offensichtlich ziemlich gut zeichnen kann. Sind so ein paar Skizzen drin, blättert weiter und jetzt beschreibt auch, wie sieht sie aus? Und, ein Phantombild malen. Sie war groß. Nee, nicht ganz groß. Ich glaube doch so mittelgroß, so wie du. Hatte schwarz. Also ich werde sie da hinhalten, das wird sich ewig hinziehen, wenn da irgend so 0815-Gesicht überlegen. Das lass du der Hälfte, streift sie alles nochmal durch, blättert um und fängt nochmal von vorne an. Ja, ja. Habe ich ja oft genug gemacht, so Phantomzeichnungsnummern. Das, Dennison klingelt es draußen, kommst in so eine Warteschleife und das so wie heißt dieses eine Lied nochmal? You can leave your head on und so. Ich warte. Nach so ungefähr 30 Sekunden klingeln, was dann wie abgenommen wird und der perfekt gestylte Glamour erscheint vor dir. Hi Darling, was kann ich für dich tun? Glamour, ich habe nicht viel Zeit. Morgen wird das wahrscheinlich... Das ist kein Problem, ich kriege das hin. Morgen wird wahrscheinlich ein russischer Doktor bei uns vorbeischauen. Der muss für ein paar Tage bei uns einziehen. Ich will, dass du ihm die Tür aufmachst, ihm alles zeigst und dich gut um ihn kümmerst. Only Darling. Ja. Ich weiß nicht, ob du es nicht mitbekommen hast, aber ich bin nicht euer Babysitter, okay? Gibt ja Geld. Nine Dragons wird für alles aufkommen. Außerdem, wir werden in Kakabeka wahrscheinlich einen OP-Raum suchen, in dem man eine Operation durchführen kann. Hast du da irgendeine Idee? Beziehungsweise, wenn nicht, könntest du uns helfen, so einen Raum einzurichten? Darling, natürlich kann ich das. Ich hab doch erzählt, dass ich mal als Krankenpflege gearbeitet habe. Ich kann das Zeug aber deswegen ist halt deswegen, nur. Ja, Nine Dragons wird für alles aufkommen. Er bezahlt. Hervorragend, hervorragend. Dann kein Problem, Süßer. Gut, super. Wir sind in 2 Tagen wahrscheinlich wieder zu Hause. Soll ich irgendwas Bestimmtes für dich vorbereiten, Darling? Cheeseburger. Also. Klar, Cheeseburger wird gemacht. Super. Dann bis bald. Klick. Und dann steige ich ins Auto. Ja, also wie jetzt nochmal? Augen so? Oder doch eher Mandelfarben? Das ist schwer. Es geht alles unter in diesem Drogennebel. Lass mich mal drüber nachdenken. Ich werde ihr irgend so eine, da wird es doch sicherlich so eine meistgesuchte Verbrecherin von Minnesota, werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Wir haben ja da früher einiges gejagt. Mhm, ja. Suche mir irgend so eine Psychopathin raus und werde ihr die beschreiben. Ich meine, falls sie ihren Geist losschickt, die dann zu erledigen, hat sie auch keinen Falschen getroffen. Okay, so. Nach so einer Weile formt sich ein ziemlich präzises Bild einer Frau. Fertig ist mit Zeichnen. Die war das? Ja, die war's. Die arbeitet als Prostituierte, die sieht gar nicht so gut aus. Ich weiß auch nicht, ob die prostituiert war. Das ist eine Verbrecherin, die hat mir Drogen untergemischt und hat mich hier gesagt, mitgenommen. Du wärst mit einer Prostituierten losgegangen. Ja, das wirkt für ihn immer so. Er ist da sozial nicht so empathisch. Ich dachte, für mich sehen viele einfach so aus. Ja, sobald eine Frau einen kurzen Rock hat, denkt Oni, ist eine Prostituierte, ist aber nicht in Ordnung. Okay. Okay, also die finden wir und dann kriegst du dein Geld zurück. Sehr gut. Wie willst du sie finden? Das klappt schon. Ich habe ja jetzt ein Bild. Okay. Das ist interessant. Das wird interessant, in der Tat.
Ich gucke mal im Internet, was da jetzt für ein Kopfgeld ausgesetzt ist auf die Troller. Nochmal. 5000 Nullen. Boah. Boah. Boah, ey, Lappen. Zweite Liga. Ja. Sie guckt sich dieses Bild nochmal intensiv an und faltet es dann zusammen zu so einem kleinen Papierkranich. Das könnte interessant werden, schreibe ich in den Chat. Und schicke den Link mit von der Wanted-Liste. Jetzt fahren wir aber ins Hotel. Ja, wird Zeit. Ich auch. Bestellen wir uns Sushi? Nein, ich habe da schon alles vorbereitet. Es gibt jede Menge Süßigkeiten und Torte. Aber wir brauchen doch auch was Richtiges, sonst können wir doch gar nicht feiern. Ja, ich habe was für dich bestellt. Und zwar? Currywurst. Oh. Das ist nicht schlecht. Ich bin gespannt. Man findet recht selten eine gute hier, aber... Und Sauerkraut. Sauerkraut. Currywurst mit Sauerkraut ist auf jeden Fall eine absolute Leibspeise von Uni. Das ist sie doch in Deutschland, oder? Wir essen ausschließlich Currywurst mit Sauerkraut in Deutschland. Dann ist es ja gut. Ich habe das noch nie gegessen. Dir wird so schmecken. Sehr gut. Dankeschön. Das finde ich sehr lieb von dir. Da kommt in den Gruppenchat irgendwie so, sind Currywürste nicht einfach nur deutsche Tacos? Also, ich suche mal nach einem Fragezeichen. Kriegst du so Gestik so von aufgeschnittenes Brötchen mit Zeug drin? Auf jeden Fall ein Hot Take. Nein, das sind Hot Dogs. Das sind die dänischen Tacos. Ich suche irgendwo in der Matrix ein Bild von einer Currywurst mit Brötchen. Die Brötchen dazu gibt es ja mal aufgeschnitten und dann zeige ich ihm das. Wir schreiben uns mit der Caption, während wir da hinfahren, hin und her, was eine Currywurst ist und was nicht. Die Caption unter dem Bild ist Do-it-yourself-Taco auf Deutsch. Fragezeichen. Also Sauerkraut funktioniert auch manchmal mit Hotdogs und so weiter und so fort. Ja. Ich suche einen Thales-Crema auf jeden Fall in Minnesota raus, beziehungsweise ich müsste ja da einen kennen. Ich habe da ja schließlich früher auch schon mein Material gekauft. Du wirst einen kennen und auch wissen, wo der zu finden ist, aber das, die Limousine samt Inhalt und Gespräch über was denn jetzt eine ordentliche Currywurst ist und warum die nicht unbedingt der Taco Deutschlands ist. Bestimmt auf jeden Fall das Gespräch in der Limo. Ihr kommt dann aber nach 40 Minuten Fahrt vor einem riesigen Hotelkomplex an. Ich schreibe übrigens rein, Taco Deutschland klingt nach einem super Namen für eine Fastfood-Kette. Vielleicht denken wir mal drüber nach. Willst du das Nikomata umbenennen und Tacos machen? Fragezeichen. In Taco Deutschland. Du kriegst fast so einen hoffnungsvollen Blick von Eva. Tacos? Ja. Aber ihr kommt an einem Hotel an, euch werden die Türen aufgemacht, Bett wird reingetragen. Alle sind offensichtlich sehr begeistert, alle Angestellten, dass ihr da seid. Man hat euch schon erwartet. Raya wird als Miss Lee angesprochen und man hätte schon auf sie gewartet. Man hat natürlich ein Zimmer so präpariert, wie sie das gewünscht hat. Und wenn etwas nicht zur völligen Zufriedenheit sein sollte, soll sie sich bitte umgehend melden. Ihr werdet dann in den 80. Stock gefahren mit dem Fahrstuhl und betretet eine absolute Luxus-Suite, also der komplette 80. Stock ist eure Suite. Und ihr stellt euch ein Hotelzimmer vor, so fancy wie es sein kann und noch ein bisschen mehr. Dann habt ihr euer Hotelzimmer. Ist irgendjemand, also euch fallen vor allem Sachen auf, die irgendwie nicht so reinpassen.
Es gibt ein riesiges Tridio-Gerät und vor dem hat man so eine riesige Couchlandschaft aufgestellt und mit jede Menge, also vor allem ihre Farbe knatschpink und die Tatsache, dass jede Menge Decken und Kissen darauf positioniert sind und drumherum liegen. Vor den riesigen Couches steht so ein Tisch, der komplett, also mit jede Menge gläsernen Schalen bestückt ist, in denen alle erdenklichen Süßigkeiten vorzufinden sind. Auf so einem hölzernen, edel aussehenden Esstisch, der im Zimmer steht, als man das Zimmer quasi betritt, da seht ihr so eine gewaltige Geburtstagstorte, die offensichtlich kurz bevor ihr eingetreten seid, wurden die Kerzen entzündet. Und so kleine Feuerwerkskerzen, also mit Sparkles abbrennen, sind da gerade drauf am Brennen. Und ebenfalls auf diesem Tisch liegen so 4 Pakete, nenne ich es jetzt mal. Und Kaya geht sofort auf eins hin, nimmt sich das Größte und hält das so Odi hin. Hier für dich, das ist dein Pyjama und deine Pantoffeln. Cool, wirklich cool. Dann gehe ich in das Luxusbad, werde erstmal mich in den Jacuzzi pflanzen, mir irgendeine Flasche, was weiß ich, teuerstes Champanski irgendwie ordern und mit ein paar Currywurst erstmal so eine Stunde im Bad verschwinden. Das gelingt dir. Währenddessen kriegt auch ihr anderen alle so ein Begrüßungsset aus einem Pyjama und so Pantoffeln, also riesige zum Reinsteigen wirklich, aber bequem ist es. Sind die wenigstens nicht so augenkrebserregend wie die Sofalandschaft, oder? Angemessen im Farbton. Also altrosa, ja. Ja, sicher. Das sehe ich nicht an. Warum nicht? Weil das hässlich ist. Das ist total süß, dann sehen wir alle gleich aus. Ich will nicht aussehen wie Oni. Ich schreibe in den Chat aus der Badewanne. Wenn ich das höre, schreibe ich, zieh den scheiß Pyjama an. Meine, er ist flauschig. Man sieht so, wie Ava so ein bisschen verstohlen den Pyjama an der Wange reibt. Weidig glatter Satinstoff natürlich. Ah, natürlich, das ganz teure Zeug. Okay, dann sind die Kartoffeln flauschig. Ja, ich gehe mich mal in einem anderen Zimmerchen umziehen und werde dann einen Maskezauber auf mich machen, dass ich da zumindest in dezenten Farben rüberkomme. Zeiger Anzug, aber ein Schick. Gut. Aber du wirst doch die Party heute nicht abbrechen. Also du musst zu deinem Termin, musst du erst dann morgen, oder wie? Heute Nacht. Also was steht heute Nacht noch an? Was? Klingelt es auch, du wolltest es uns erzählen. Beziehungsweise der Aufzug pinkt einmal und ein Angestellter tritt herein. Bei einem Zwirn, einem burgunderfarbenen Hemd und Krawatte. Er hat irgendwie so eine komische, das fällt euch auf, an seinem Revers, so ein komisches Symbol, das ihr nicht genau kennen konnt. Und, Entschuldigung, Miss Lee, ich habe hier noch eine Sonderlieferung für Sie. Er stellt so ein Golfset an die Wand neben dem Aufzug. Das sollte ich Ihnen noch bringen. Nun ja, Sie wissen bestimmt wofür. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wenn Sie irgendwas brauchen sollten, zögern Sie nicht, sich sofort zu melden. Ich warte, bis der Typ wieder weg ist. Hier habe ich die Minigolfanlage übersehen auf der Etage, oder?
Nee, das ist, wie gesagt, also das ist für heute Nacht. Sie geht mal hin und wühlt da so ein bisschen drin rum. Gehst du heute Nacht noch Golf spielen? Wir alle doch. Du hast es ja gar nicht mitbekommen. Aber Uni will unbedingt mit. Und dann habe ich gedacht, wir können vielleicht alle mit. Kannst du wo wollen wir denn hin? Ich kann alles. Duckling Duck, er kann alles. Du bist so cool, Simon. Ja, das fallen mir viele Mädchen. So, ich setze mich aufs Sofa. Ja, ich komme aus dem Blubberpool. Irgendwann, falls sie dann das Gespräch führt. Gucke zu der Golfausrüstung. Ja, Kaya, das hat kurz rumgewühlt. Du wolltest uns erzählen, was, wie, warum heute Abend. Wollt ihr das echt wissen? Das wäre doch eine coole Überraschung für euch auch. Nee. Ich weiß, Überraschung. Ja, ich finde Überraschung auch nicht so toll. Na gut. Also, ich soll zwei Personen besuchen. Also, aha. Eine besuche ich nicht mal, dafür brauchen sie die Golftasche. Wir gehen halt auf ein Hotel und spielen oben Golf. Und falls die Person dann nicht für meinen Papa arbeiten möchte, dann muss ich sie halt erschießen. Und dann fahren wir noch in ein anderes Hotel zu einer anderen Person, die auch nicht für meinen Papa arbeiten möchte. Also da weiß ich nie, ob ich Lust habe mitzukommen. Weißt du, wenn dir Golf keinen Spaß macht, ist das kein Problem. Ja. Was ist denn das für jemand? Eine so eine Doktorin, die jetzt für Arts Technology arbeitet und ein so ein Doktor, der für Sedakrupp forscht. Und die sollen jetzt alle zu Renraku. Ja. Um wen geht es denn genau? Die Tasche und holt so einen kleinen Zettel raus. Dr. Milena Salazar. Das ist die, die bei Arts Technology arbeitet. Und Dr. Robert Schäfer. Der ist bei Sedakrupp. Okay. Ich guck kurz zu den anderen beiden. Zuck mit den Schultern. Mir sagen die nix. Ich würde mal in der Matrix kurz suchen, was die so eigentlich machen. Und die sollen dann gleich mitkommen zu Renraku oder werden die weiter bei ihren Konzernen arbeiten, aber für deinen Vater Informationen absaugen? Die arbeiten dann direkt für meinen Papa. Und was können die? Bei Professor Dr. Naas. Was können die denn? Weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden. Arbeiten bei Dr. Naas? Wo genau hat denn der Dr. Naas seine Klinik? In New York. Mhm. Naja. Kann Dr. Naas nicht alleine forschen? Braucht er so viele Mitarbeiter? Die sind halt sehr gut oder haben irgendwas erforscht, was sie aber noch nicht. So Prototypen heißt das, glaube ich. Ich würde in der Matrix mal was jemanden suchen. Die braucht mein Papa. Schreib in unseren Gruppenchat. Wollen wir hier einfach die Polizei schicken? Was will denn dein Vater mit diesen ganzen Nerds? Was vorstellt der denn? Weiß ich nicht, wozu er die braucht, aber wenn sie nicht für uns arbeiten, arbeiten sie gegen uns, sagt Papa immer. Haben schon viele Leute gesagt. Dem kann man nichts entgegensetzen. Na gut, dann ist das nicht gefährlich, hier mit einer Knarre rumzulaufen, einen zu erschießen oben auf dem Dach? Hier ist doch die Polizei und alles voll mit Kameras und. Ja, aber ich habe ja Hilfe. Aber egal, lass uns jetzt erstmal Texas Chainsaw Massacre 3000 gucken. Ja, zur Einstimmung ist eine gute Idee.
Ich lege mich da mal aufs Sofa und werde erstmal ein Stündchen pennen. Ich glaube, ich bin ziemlich angeschlagen. Ich hatte irgendwie 3 oder 4 Kästchen von Betäubungsschaden, den ich vorher durch Entzug hatte und dann noch den... Geht mir ähnlich. Ich habe ja schon ein bisschen in der Badewanne relaxed. Ich bin die ganze Zeit überlegen, fahren wir da mit? Schreibt das immer mal wieder so. Also ich habe das einmal in den Gruppenchat geschrieben und warte dann so im Halbdösend auf dem Sofa auf die Antwort, falls einer von meinen Freunden sich dazu äußern möchte. Die kongeniale Gruppe wird sich da was überlegen. Also ich werde hier... Ava mal schreiben, beziehungsweise auch in die Gruppe. Gib doch mal dem Detektiv, jetzt habe ich den Namen vergessen, den ich da in der Lobby gesehen hatte, vielleicht mal einen anonymen Hint. Dann komm zurück, lass mich erstmal rauskriegen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Hm. Und das sagt sie, während sie ganz eifrig in der Matrix sucht und total nicht auf Zeit spielt, weil sie gerade den Wert nicht findet. Ich gerne Matrix-Suche ist ein eigener Wert. Ich kann aber auch gerne Matrix-Suche mit Expertise würfeln, da habe ich nämlich 3 Würfel. Sag mal, wer ist denn derjenige, der dir hilft? Nein, gar nicht. Ja, also das Netz, also die Yakuza hilft mir natürlich. Die helfen dir heute Abend, die Leute zu erschießen? Nein, was im Generellen. Wow. Nein, aber ich würde gerne wissen, wer dir heute Abend hilft. Na, mein Opa, wie immer. Ach so, der, ja, stimmt, da war ja was. Wenn er irgendwas kann, an dem Wurf nicht passen. Oder? Du hast jetzt 11 Würfel gewürfelt in einem Erfolg. Nee, es ist, stimmt leider. Nee. Edge. 11 Würfel und ein Erfolg. Stimmt, ich vergesse immer, dass ich Edge habe. Wie viel von dem Scheiß darf ich denn verbraten? Bevor ich es wieder vergesse. Herr Spielleiter. Also. Mein Opa hilft mir. Er versucht halt währenddessen in der Matrix nach Milena Salazar. Findest du tatsächlich auch so einen kurzen Eintrag? Eine Art Technology-Seite. Angestellte Dr. Milena Salazar, Projektleiterin. Das war es auch schon. Also, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt hat. Ich hatte die Frage gestellt, wie viel Edge ich da drauf noch verbraten könnte. Ach so, ja. Weil ich eh immer vergesse, dass ich den Scheiß auch habe. So viel, wie du möchtest. Ich zweifle, verbrate ich alle 5, weil ich habe sowieso... Oh, gut. Juhu! 3 dazu. Okay. Ja, also bei... Dr. Milena Salazar bleibt es dabei, also du findest eine Arts Technology-Seite, in der sie als Projektleiterin angegeben ist. Bei Dr. Robert Schäfer bist du fündiger. Du findest einen Eintrag auf einer Zeta Group Prime einen Zeta Group Prime Host. Zeta Group Prime wird dir sagen, das ist sowas wie die Spezialkräfte von Zeta Group. Er arbeitet da in der Abteilung für Parakritter und siehst da so die Forschungsgebiete, an denen er arbeitet, und es scheint wohl aktuell steht da eben drunter Entwicklung von Neurotransmittern, um die Abstoßung von Cyberware bei bei magisch erwachten Wesen zu unterdrücken. Ja, das würde ich dann mal so in die Gruppe werfen.
Interessant. Ich schreibe nur okay. Was will der Vater bloß damit? Dann kommt so ein Shrug-Emoji. An was dann, ist denn überhaupt drin, Raku, gerade am Forschen? Weiß man das irgendwie über die tollen Aktionärsbroschüren? Also an allem und nichts wahrscheinlich, wie das bei jedem Megacon ist. Können wir also nicht in irgendwas verknüpfen, was da gerade... Mit Forschung, na gut. Klingt wie die Geschichte mit dem Drachen in Boston. Sage ich, während ich mit einem Auge auf den Horrorfilm schiele. Schreibe ich. Ja, da werden gerade die Einführungssequenzen. Es werden kurz die handelnden Charaktere vorgestellt, bevor sie auf blutrünstigste Art hingemetzelt werden. Gut, während sie darauf konzentriert ist, also fahren wir da heute mit oder lassen wir das bleiben und schicken ihr die Sicherheitskräfte der Stadt vorbei? Naja, wenn die Yakuza mit drin hängt, dann werden sie mitkriegen, dass er einen anonymen Tipp gegeben hat. Ich glaube, die brauchen da jetzt nicht so wahnsinnig viele Sachen zusammenzählen. Also ich muss hier nicht zugucken, wenn sie irgendeine Wissenschaftlerin abknallt oder ihr durchgecrackter Opergeist irgendjemand das Genick bricht. Könnte auch Arztag waren. Ich muss mich da auch nicht unbedingt reinhängen. Tja. Vor allem wüsste ich nicht, was wir davon haben. Das weiß ich auch nicht. Ich meine, ich würde jetzt ungern wissen, dass wir jetzt hier einen Mord hätten verhindern können und wir haben nichts getan. Unser lieber Herr Doktor hat doch irgendwelche Bilder gezeigt, wie sie diesen Drachen operiert haben. Klingt ganz danach. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal schon danach geguckt, ob sonst noch irgendwas dazu im Netz rumschwirrt. Nur Schwurbler-Zeug gefunden. Ja. Ja gut, ihr habt auf jeden Fall zwei wirklich entsetzlich lange Filme, die sich ziehen wie Gummi. Ich könnte ja mitgehen und die Frau überzeugen, dass es besser ist zu kooperieren und dass sie vielleicht nachträglich dann irgendwann wieder aussteigen kann. Verhindern wir zumindest, dass sie umgebracht wird. Du steigst in solchen Positionen nicht mehr aus, wenn du einmal drin bist. Du bist mitgenommen oder... Ich habe aber auch vor, mich einmal um ihren Vater zu kümmern bei Gelegenheit. Und dann wird sie wahrscheinlich eh arbeitslos werden. Du willst bitte was? Ava fängt tatsächlich physisch an zu lachen. Aya guckt so irritiert rüber, hat gerade irgendwie so Zuckerstange halb im Mund. Fängt dann auch an zu lachen. Ja, richtig. Hast du gesehen? Das sah voll lustig aus, wie der Kopf da durchs Bild geflogen ist. Genau so. Genau so. Ich glaube, wir hatten wir mitgekriegt, wer genau ihr Vater ist? Also wir wissen, dass er irgendwo im Aufsichtsrat von... Ja, ich hatte doch das Video noch von damals. Kyo Akisektoshi war das, ne? Oder ja. Wer war das? Ja, er war lacht kaputt. Ah ja, ist ein wenig irritiert, aber steigt dann auch voll ein. Und dann kommt einfach nach irgendwie so 2 Minuten Lachflash einfach nur. Du bist lebensmüde und ich mache viel mit, aber das machst du alleine. Das habe ich mir schon gedacht. Gut. Wie waren wir jetzt, diese beiden Wissenschaftler? Er sagt, ich würde ihr lieber helfen, da mitzuarbeiten, als dass er heute Nacht umgebracht wird. Na gut, dann machen wir das so. Soll ich mitkommen? Kann sicherlich nicht schaden. Dann komme ich mit. Aber
Lust, einen Mord zu verhindern? Ich glaube, das kriegt ihr ohne mich gut hin. Irgendjemand muss den Kuchen hüten, oder die Currywurst. sie wirft so einen Blick rüber zu Oni, zu gucken, ob diese halbherzige Verteidigung funktioniert. Ja, ich schiel über mein Telefon zu dir rüber. Auf der anderen Seite dieser Sofalandschaft. Eingebettet in 1000 Kissen. Und du bist wahrscheinlich der Einzige, den man noch sieht zwischen den ganzen Kissen. Ganz viele Riesen-Elmos. Ganz viele Currywurst-Instant-Teller. Um mich herum. Hallo, Kitties. Wie instant? Ich dachte, die hat ordentliche Fleisch-Currywurst besorgt. Das ist gute. Ja, es ist wirklich richtig. Das ist Gourmet-Currywurst. Das ist auch so, sind auch so kleine, so ein bisschen Goldfolie drüber. Ich wollte es gerade, so lustig, dass du sagst. Ich wollte gerade sagen, ich spiele mit dem Blattgold auf der Currywurst und baue da kleine, roll da kleine Kügelchen von, die ich irgendwie in meine Tasche stecke. Und, wenn ich das so sehe, kommt so im Chat der Seitenkommentar, du weißt, dass das Zeug wertlos ist, oder? Du weißt, dass du heute Abend 2 Morde verhindern wirst. Kommt meine Antwort. Du siehst hier, wie siehst du so ein bisschen in sich zusammensacken. Geschlagen. Ich weiß immer, wie ich aber wieder daune. Ja, gleichzeitig, während du in sich hier so zusammensackst und zu diesem Film gewordenen Katastrophe guckst, die da vor dir auf dieser riesigen Leinwand abgespielt wird, merkst du, wie sich von der Seite auch noch so Kaya an dich rankuschelt. Dann kommt so man kann den geschlagenen Ton richtig lesen im Gruppenchat. Ich schätze, es fällt so sehr auf, wenn ich nicht mitkomme. Ja. Sieht ganz so aus. Und so steckt ihr euch auf dem im Hotelzimmer, der sämtliche Wünsche einer geistig Siebenjährigen bereithält. Und die vernichtenden Szenen, die sich dann abspielen werden, sehen wir dann erst in 2 Wochen.